Eine Frage an den Lars. Der ist noch Moderator, also er könnte das. Geht um die 2D, Lars, vielleicht beamst du mal her. Woran kann es liegen, dass die Verbrennung unvollständig ist? Ich habe die Autotherm Air Planar 2D, jedoch kommt alle paar Sekunden eine blaue Wolke. Dazu habe ich auch ein Video und Bilder gemacht. An welchen Kontakt sollte ich mich dazu am besten wenden? Ich habe die STH bei euch gekauft, Tiger Expert. Gut, also ist dann eh klar, der soll euch einfach eine Mail schicken, ne? Alles an Genau. info@tigerexpert.de bitte. Blauer Qualm ist eigentlich extrem unnormal. Auch häufchenweise kenne ich so nicht. Also wenn, dann qualmt es weiß, wenn da zu viel Diesel eingespritzt ist. Bevor ich jetzt hier Glaskugel gucke, würde ich sagen, melde dich bei uns und wir finden eine Lösung. Aber dafür müssen wir deutlich mehr wissen. Ein Satz, das macht, glaube ich, wenig Sinn. Der Waldemar fragt auch dich, Lars, warum hat die Autotherm Flow 5D nur, ist die nur bis, geht die nur bis 1000 Meter in Höhe? Weil die keinen Luftdrucksensor hat. Sprich, alle anderen, also die Luftstandheizungen haben einen Sensor, der den Luftdruck misst und dementsprechend die eingespritzte Dieselmenge reduziert, um wie auch bei den anderen Kollegen, auch je höher man kommt, je weniger Leistung hat man. Das geht einfach bei unserer Wasserheizung noch nicht. Kommt in Zukunft, aber ist noch Ja. nicht. Was übrigens auch bedeutet, je höher man kommt, je länger ist die Dauer, die die Heizung braucht, um sich einzuregeln. Okay. Der Heiko fragt in die komplette Runde, zumindest an die, die jetzt auch irgendwie was mit Boilern zu tun haben. Wie ist es mit der Legionellenbildung bei den Geräten mit Boiler? Naja, alles Magst du da was Legionellensterben bei über 60, 62 Grad, nagelt mich bitte nicht drauf fest. sagen? Der Boiler macht easy 70, 75, 80 Grad, das heißt, sollte kein Problem sein. Ist Gut. zertifiziertes Edelstahl, ist also kein Problem. Okay. Frage an Webasto. Markus, hol doch mal bitte, um was ging es? Warte mal, muss ich selber gucken. Die Eco Pro 50. Hol doch die mal auf den Tisch. Ich mache dich schnell zum Moderator. Sekunde. Das kriegen wir jetzt immer flott hin. Ulrich, das brauchst du eigentlich nicht. Eco Pro 50 ist 24 Volt. Da haben wir jetzt gar nicht mit gehabt. Wie ist genau die Frage dazu? Okay. Die Frage ist, wir haben eine Eco Pro 50 noch nicht verbaut, unbenutzt und verpackt. Gibt es für dieses Modell die Möglichkeit, das Höhenkit nachzurüsten? Oder Alternative gibt es, falls das nicht möglich ist, die Möglichkeit, die vorhandene Eco Pro 50 ohne Höhenkit in eine mit Höhenkit umzutauschen? Fragt der Thomas. Also da hätte das Ding gern wieder los, ist noch original verpackt. Siehst du da die Möglichkeit? Er schreibt jetzt nicht, ob er die bei euch gekauft hat oder sonst wo, weil das wäre ja wahrscheinlich die Grundvoraussetzung, dass er sie bei euch gekauft hat, ne? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Die 24-Volt-Version, ob es einen zusätzlichen Höhenkit gibt, es definitiv nicht. Und ich glaube, es gibt auch keine höhentaugliche Ausführung in 24 Volt. Ich schaue mal kurz. Machen wir das jetzt nicht zu lang, das ist egal. Der Thomas soll dir einfach eine Mail schicken und dann kannst du klären und er soll da vielleicht auch mal reinschreiben, wo er die gekauft hat, weil das ist ja jetzt für alle anderen Teilnehmer eher
weniger interessant und dann könnt ihr das auf einem kleinen Dienstweg machen. Ne? Ja, genau, kann man gerne machen, aber ich glaube, es gibt keine höhentaugliche Version und einen Zusatz gibt es garantiert nicht. Aber trotzdem gerne bei uns melden, mal schauen, ob es da noch irgendeine andere Lösung gibt. Ne? Okay, alles klar. Der Jens schreibt, moin, Luftheizung, Heizluft außen ansaugen oder Umluftbetrieb. Sehr oft wird von der Außenansaugung abgeraten. Ich habe nach vielen Dutzend verbauten Heizungen, mit Außenluftansaugungen nur positive Rückmeldungen bekommen. Vor allem von den Wintercampern. Wie ist eure Meinung dazu? Also soll er die Heizluft von außen ziehen oder von innen? Das ist eine klassische Frage. Wer möchte zuerst? Also wir sagen, Heizung ist ein Umluftgerät. Möglichst versuchen, Kaltansaugung und warm ausblasen, so weit wie möglich voneinander im Fahrzeug zu trennen, damit man eben den Bereich dazwischen auch komplett warm bekommt. Wenn man draußen ansaugt, kann man auch mit einer Regelklappe, mit einem Entweder-Oder machen, muss man mal bitte zwingend irgendwie einen CO2-Warner und Ähnliches im Fahrzeug haben, weil man weiß nicht, ob man seine eigenen Abgase ansaugt, die des Nachbarn oder. Es gibt sicherlich Temperaturverhältnisse, in denen es sinnvoll ist, in denen es trockene Luft draußen gibt, die man sich ins Fahrzeug holt. Es gibt aber genauso gut Situationen, in denen die Luft draußen deutlich feuchter ist als das, was man im Fahrzeug hat. Das heißt, das ist dann von Situation zu Situation abhängig, was gerade mehr Sinn macht. Ausschließlich Außenluftansaugen raten wir von ab. Mhm. Ja, ich habe mir da auch Gedanken drüber gemacht. Da kommt noch ein Aspekt dazu, ganz kurz von meiner Seite. Wir wissen alle, dass wenn wir im Fahrzeug fahren, wir einen Unterdruck in der Karre haben. Und wenn ich jetzt, so wie wir oft unterwegs sind, staubig, Fischpiste heißt, der Sand ist wie Mehl. Oder wenn ich im Konvoi fahre, wir fahren schon 7 Autos vorne weg und ich fahre voll in der Staubfahne. Oder ich habe Rückenwind und mein eigener Staub überholt mich, weil ich auf der Piste gar nicht so schnell fahren kann, wie der Wind bläst, hatten wir alles schon. Dann hätte ich Bedenken, dass mir die Heizung, wenn sie läuft, aber auch wenn sie nicht läuft, weil ich einen Unterdruck in der Karre habe, dass mir über dieses Ansaugloch da von außen quasi der Staub in die Heizung eingesaugt wird und die dann halt vielleicht irgendwann deswegen auch kaputt geht oder ich mir überhaupt einen Staub reinhole. Ist das für euch irgendwelche eine Überlegung? Also bei uns, wir lassen beides zu. Eine Frischlufterwärmung oder eine Umlufterwärmung. Es hat beides Vor- und Nachteile. Umluft habe ich den Innenraum sehr schnell warm, weil ich die Luft ja von innen nehme, erwärme noch ein Stück weiter und wieder reinbringe. Ich habe auch keinen Luftaustausch. Ne? Wenn es darum geht, dass ich Frischluft brauche oder einen Trocknungseffekt brauche, dann ist es besser, ich nehme Frischluft. Es gibt Fahrzeuge, wo man es nicht macht. Wenn ich jetzt solche extremen Einsätze mache oder habe, wie bei dir, Uli, mit, in der Wüste mit Staub und so weiter, dann wird das in der Tat, da wäre das ungünstig, wenn ich eine Frischlufterwärmung mache. Man macht es im Nutzfahrzeugbereich nicht so sehr, weil dort könnte das passieren, dass ich dann mir Abgase, die eigenen oder vom Nachbarn aus ansauge. Aber ich hatte ja bei den Bedienelementen vorhin gesagt bei uns, dass wir auch eine Standlüftungsfunktion haben und die macht natürlich nur Sinn, wenn ich die Luft von außen nehme. Ne? Also wir lassen beides zu. Es kommt dann wirklich auf den Einsatzfall drauf an, macht Sinn, die Luft von außen zu nehmen. Und wenn ich halt keine Staubbelastung und so weiter habe, dann kann ich das durchaus machen und kann das durchaus nutzen. Hab dann im Sommer die Möglichkeit, Frischluft reinzubringen und habe insgesamt auch immer einen Luftaustausch. Ne? Ich habe also keinen, ich sag mal, Salp-Mief-Curl. Wenn ich jetzt Luft im Kreis transportiere, Umluft, dann habe ich halt keinen Luftaustausch. Dann kann ich ja durch ein externes Gebläse Frischluft reinbringen oder das Fenster aufmachen, aber das kann ich eben auch mit der Heizung machen. Da kommt es dann wirklich auf den Einsatz drauf an. Ganz noch, kurz noch von mir, Thema Webasto. Kann ich das eigentlich unterschreiben, was der Jan Meyer von Eberswäscher gesagt hat? Wird beides zugelassen, hat auch beides seine Berechtigung. Klar muss man schauen, wie ist die Verbausituation, dass die Warmluftansaugung und Abgasrohr möglichst weit auseinander sind. Man
kann dort im Prinzip bis 5 Meter knapp Abgasrohr auch anbringen bei einer Webasto AirTop 2000. Also es gibt schon Möglichkeiten, dass die Gefahr halt ziemlich reduziert wird, ne, bezüglich Abgasen im Fahrzeug. Und ansonsten, mhm, wir sehen das genauso, dass in manchen Situationen Außenluftansaugung schon gut ist und richtig ist. In einem Wüsteneinsatz, Ulrich, würde ich das auch nicht favorisieren, dann würde ich es wirklich von innen nehmen. Ja, das war mir nämlich auch so eine Überlegung. Deswegen habe ich das, ich ziehe die Luft von innen. Ja, und das Delta ist natürlich auch geringer, ne, weil du innen ja schon Wärme hast und bekommst dann natürlich das Auto schneller warm. Andererseits, gerade wenn es draußen kalt ist, hast du in der Regel eine trockenere Luft und wir wollen ja alle Feuchtigkeit aus der Karre rauskriegen. Also da kriegst du dann natürlich eine super trockene Luft hin, wobei das manchmal dann auch too much ist, ne? Also zu trocken und dann unangenehm. Das ist ja der Nachteil, einer der Nachteile von der Luftheizung. Der Tom fragt, wann kommt von Tiger Expert die App zur Steuerung der Autotherm auf den Markt? Lars? Das ist Juris? Wahrscheinlich für den Juris. Magst du dazu was sagen? Die Lösung kommt bald. Also wir schlafen nicht im Hintergrund, da passiert eine ganze Menge, speziell seitdem auch eine europäische Firma ist, arbeitet die mit Hochdruck daran, sind dabei, aber es gibt kein Datum, wo wir sagen, am 17. irgendwas ist es da, also wir sind dabei, aber gibt es da ein bisschen. Um etwas sehr Gutes zu entwickeln, braucht mehr Zeit. Ja, ist klar, ist ganz klar. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Gut, wunderbar. Was haben wir denn da noch? Ups, jetzt ist mir da gerade was verrutscht, blöd. Fragen, wo sonst? Also das mit den Fragen ist schon ein bisschen so Autotherm. Bleiben wir bei Autotherm nochmal. Ich verwende die Comfort Control Steuerung für die Airtronic 2D und damit steuert eine Autotherm, kann das sein? Eher nicht, ne? Das ist eine Frage von Gregor. Bitte? Das glaube ich eher nicht. Airtronic wäre nicht unser Produkt. Ich nehme mal an, er meint die R2D. Ja, genau, denke ich auch mal. Also er verwechselt da ein bisschen was. So, die Bedienung des Drehrads ist leider sehr träge. Eine Drehung zur Verstellung der Temperatur zum Beispiel reagiert erst nach mehrmaligem Hin- und Herdrehen oder wenn man das Rad sehr langsam dreht. Die Einstellung ist also oft Glückssache und sehr ärgerlich. Von Tiger Expert habe ich gehört, es gebe im April möglicherweise ein Firmware-Update, das das Problem beheben könnte. Ist dem so? Vielen Dank, der nichts Gregor, sondern Klaus, sorry. Hallo Klaus. Wäre mir sehr neu, glaube ich nicht dran, ehrlich gesagt, aber wenn dein das Drehrad nicht ordentlich reagiert, schreib uns einfach, dann tauschen wir das aus. Also daran sollte es nicht liegen, weil das muss pro Klick auch, das hat ja so eine leichte Rastung und damit muss auch ein Grad, beziehungsweise auch in der Minutenanzeige und Ähnlichem, das vernünftig reagieren. Wenn es das nicht tut, dann hat das irgendein Problem und dann tauschen wir das aus. Okay. Also Frage an alle. Ja. Ja. Ne, du wolltest noch was sagen? Ja, dann sag. Ja, also wenn das irgendein technisches Problem vorherrscht, dann tauschen wir das halt. Okay. Frage an alle. Also machen wir den Rundumschlag vom Jörg. Wie lange garantiert ihr die Ersatzteilversorgung? Bleiben wir gleich bei Autotherm, wenn du schon Luft geholt hast, Lars. Das würde ich gerne weitergeben. Ja. So lange bin ich noch gar nicht dabei. Ist ja möglich. Ja. Habe ich keine Ahnung. Joris, was hört man? Ich glaube, das von Gesetz ist 10 Jahre. Mhm. Dann machen wir das mal mindestens 10 Jahre. Also mindestens 10 Jahre. Also bis dahin ist deine Karte.
Ja? Praktisches Beispiel bei uns, die Airtronic erste Generation ist rausgekommen, 99, die ersten Versionen. So nach vielem Einsatz, da haben wir immer noch alle Teile da, wenn man was braucht. Okay. 10 Jahre kenne ich auch, da liegen wir ein bisschen drüber, würde ich sagen. Gut. Markus? Ja, die gleiche Aussage. Also mindestens 10 Jahre nach Produktauslauf. Aber es gibt von Webasto auch für deutlich ältere oder länger ausgelaufene Produkte noch Ersatzteile. Ich glaube, das ist einfach so ein Absatzthema, ne? Solange sich es dreht, wird es produziert. Ja, ja, klar. Ja, ich hab auch eine Webasto im Fahrerhaus noch von der Feuerwehr, die ist genauso alt wie das Auto, 30 Jahre. Bin mir ziemlich sicher, da gibt es immer noch Ersatzteile, weil die ist wahrscheinlich 1000-fach verbaut worden. Ja, richtig. Gut, okay, hätten wir das Thema auch besprochen. Aha, geht vom Kersten eine Frage an Ebersbecher, Jan. Bis zu welcher Höhe ist ein Zusatz, ein Zuheizer, zum Beispiel D5WS, tauglich? Also funktioniert. Das ist ein Standardwert, 1500 Meter. 1500 Meter, okay. Und dann kommt gleich noch. Ja, dann kommt gleich noch die Anschlussfrage von ihm. Was genau macht der S-Plus-Schalt-Plus-Anschluss? Damit wird eigentlich einfach nur ein 12 Volt oder 24 Volt, je nachdem, welche Heizung ich habe, Signal ins Steuergerät der Heizung reingeben. Das heißt, wenn ich ein Bedienelement habe, was über S-Plus, das ist bei uns im Standardkabelbaum immer das gelbe Kabel, wenn da ein Steuergerät dranhängt von der Heizung und ich schalte am Bedienelement ein, da wird einfach 12 Volt Spannung durchgeschaltet vom Bedienelement über die gelbe, über die Schaltplusleitung ins Steuergerät rein und das bedeutet, die Heizung beginnt zu starten und läuft so lange, bis dieses 12 Volt Signal, bis dieses Schaltplussignal wieder abgeschaltet wird. Dann macht die Heizung Nachlauf und bleibt stehen. Also ein ganz simples Einschaltsignal, was wir, ich sag mal, früher schon bei den Heizungen hatten und jetzt, ich hatte es vorhin in der Präsentation, Kenlin und S Plus auch bei der aktuellen Heizungsgeneration von der Airtronic haben. Einfaches Einschaltsignal. Keine Taktung, kein Kennbus-Signal, einfach 12 Volt oder bei 24 Volt Version eben 24 Volt plus rein ins Steuergerät, Heizung startet, ist abgeschaltet, Heizung schaltet ab, macht Nachlauf und bleibt stehen. Okay. Frage an den Maikus. Wie verhält es sich mit der Verwendung von externen Tankentnehmern, wie zum Beispiel Webasto FuelFix, hinsichtlich TÜV, insbesondere wenn der Entnehmer direkt in den Tank eingebaut wird? Und wo bekommt man Bohr- und Biegeschablone für den jeweiligen Kfz-Typ? Vielleicht holst du, warte mal, ich mache dich mal zum Moderator, dass du nochmal dieses Fuel-Fix-Dingens da auf den Bildschirm beamst, dass ja. Wir alle wissen, dass die Teilnehmer wissen, von was wir hier eigentlich reden. Wo bist du? Maiko ist hier, Moderator da. Jupp, hier hast du. Da haben wir es ja. Ja, hier sind wir nochmal beim Thema Fuelfix. Also wir sehen das öfters, dass der Fuelfix auch einfach in den Kunststofftank eingebohrt wird und es tatsächlich funktioniert. Das ist aber von Webasto nicht so gedacht. Das heißt, das Loch soll eigentlich immer in der Tankarmatur passieren. Ne? Das ist deutlich sag mal, soliderer Kunststoff, dickerer Kunststoff, ne, der halt für solche Bohrungen geeignet sind, der eigentliche Kunststofftank nicht. Und diese Schablonen für die Tankarmatur, also da kann man auch gern dann bei uns anfragen, wenn man den Fuelfix gekauft hat und sagt, Mensch, ich habe keine Ahnung, Fiat Ducato, schick uns doch mal bitte entsprechend die PDF dazu, woraus hervorgeht, wie der abzulenken und zu biegen ist. Ne? Aber
Nochmal der Hinweis, bitte nicht in den Kunststofftank einfach einbohren. Okay. Also wenn der eine Frage hat, dann soll er sich per Mail bei dir melden, ne? Genau, info@standheizungs-shop.de. Wunderbar, super, Dankeschön. So, was haben wir denn? Der hat das Webinar verlassen, der kommt nicht mehr dran. Okay. Da fragt einer nach einer Lithiumbatterie, ist glaube ich nicht unser Thema. Der Martin fragt Richtung Autotherm, wie sieht der Regelbereich bei den jeweiligen Heizungen im 2 kW-Bereich aus für die Autotherm? Sind es 800 Watt bis 2000 Watt? So, das ist jetzt wahrscheinlich die Frage an die anderen, Iberspecher und Webasto. Regelbereich, oder da geht es wahrscheinlich, so verstehe ich es zumindest, um die Minimalleistung von 800 Watt, die die Autotherm kann. Wie sieht es bei Eberspecher und bei Webasto aus? Ist bei uns auch so, ja. Bei der kleinen 2 kW-Version. 800 Watt Minimum. Die 2000er STC hat einen Regelbereich von 900 Watt bis 2000 Watt. Okay, also ziemlich ähnlich, ja. Ja. Sehr gut. So, Frage nach Druma D6. Druma hat das Webinar schon verlassen. Also leider können wir die nicht beantworten. Wie lange darf der Luftauslassschlauch sein und wie viele Öffnungen verträgt die Autotherm 2D, fragt der Christian. Das ist schwer pauschal zu beantworten. Bis 6 Meter ist kein Problem. Man muss sich da halt immer so ein bisschen Gedanken machen, ob das Sinn macht, wenn man mal angenommen direkt an der Heizung ansaugt und den ersten Ausströmer nach 20 Zentimetern hat, dann wird am Ende nicht mehr viel Luft ankommen, wenn man da einen riesen Geweih aus Warmluftverrohrung draus baut. Deswegen habe ich vorhin schon mal kurz angedeutet, ist es sinnvoller, das Gesamtsystem sich anzugucken und versuchen, Ansaugpunkt und Ausblaspunkt so weit wie möglich voneinander zu entfernen und dann die jeweiligen Abgänge, sprich 50-50 als Y oder als unsymmetrisches Y, ist so circa 70-30, ein T-Stück ist so 80-20, bitte niemals vor Kopf benutzen, sondern immer geradeaus, also Rechts- oder Linksabgang. Oder wenn man einen unsymmetrischen Y, ich sag mal, rückwärts benutzt, dann ist das so 90-10 ungefähr in der prozentualen Verteilung. Damit kann man dann versuchen, die Luft sinnvoll im Fahrzeug zu verteilen. Und eigentlich ist weniger mehr und geradeaus besser, weil leiser, jeder Knick macht Krach, jeder Knick klaut Energie, wo die warme Luft sich einfach staut. Das heißt, versuchen, so einfach wie möglich zu bauen. Und so geradeaus wie möglich. Wo du gerade so schön sprichst, ich habe dich gerade schon zum Moderator gemacht. Die nächste Frage geht auch an dich. Und zwar geht es um die Travelbox. Also beam die mal auf den Schirm, damit alle wissen, von was wir reden. Die Frage kommt vom Ralf. Der fragt, wie gut ist die Travelbox für den Einsatz auf einem Boot geeignet? Fahrgebiet Süßwasser, 8 Meter GFK Sportboot mit Kajüte. Normaler Heizungseinbau wäre mir zu kompliziert. Stattdessen lieber Travelbox hinten am Heck neben dem Außenborder hinstellen. Festgebunden, Steckanschluss an die Batterie. Warmluftschlauch dann abends mit ins Verdeck. Abgedecktes Cockpit legen und dann einfach weiter spät abends einfach weiter runter in die Kajüte. Ja. Einfach machen. Steuerfrei. Ja, würde ich auch sagen. Da geht es halt wahrscheinlich darum, dass ich keine Abgase irgendwie unten im Schiff sammeln. Das ist ja immer ein Problem. Ne? Und genau. So wie er das plant. Mit 3 Litern kommst du sicherlich durch jede Nacht. Ganz einfach. 1 kW Heizleistung braucht ca. 110 Milliliter die Stunde, sprich maximal 220 Milliliter in der Stunde. Wenn man da einen Liter über Nacht schafft, ist man eigentlich schon gut. Aber so viel Leistung braucht man wahrscheinlich für so eine Kajüte bei so einem Boot nicht.
Wir haben die Heizung unter der Dusche Stunden, Tage lang laufen lassen. Das ist der völlig egal. Also das läuft, kein Problem. Unter der Dusche? Ja, es war kein Regen da, deswegen war es die Dusche. Okay, aber ihr habt nicht gleich Warmwasser gemacht damit, ne? Na. Okay, aber cool. Das war übrigens ein guter Hinweis, 1 kW Heizleistung macht ungefähr 100 Milliliter pro Stunde aus. Diese Faustformel hatte ich jetzt so auch noch nicht, das ist auch nicht schlecht. Ja, gilt am Ende für alle Heizungen, würde ich mal behaupten wollen. Ja, das ist wahrscheinlich der Energiegehalt, der in 100 Milliliter Diesel steckt, ne? Ganz genau. Okay, super, vielen Dank. Dann hätten wir das mit dem Boot auch geklärt, für den Fall, dass da jemand umsteigen will. Ganz kurz noch von mir eine Frage. Ich weiß, dass gerade in Deutschland dann diese Gewässerzulassungen und so weiter immer eine große Rolle spielen. Ne? Also welche Tanks, welche Batterien, welche Heizungen haben die Zulassung? Ich weiß nicht, wie das wäre jetzt auch für mich mal interessant, wie das bei Autotherm ist. Also die Zulassung für Wasser. Für Gewässer. Muss ich passen. Joris, weißt du da irgendwas? Also die Heizungen haben den E-Prüfzeichen, aber dann hört es mit meinem Wissen da auf, ehrlich gesagt. Kann ich nicht sagen. Wenn du was sagst. Das ist im Batteriebereich, ne? Ist in der Travelbox dort eine Batterie drin oder? Ist Batterie und Ladegerät, ja. Da ist eine Batterie und ein IP22 drin von Victron. Ich kenne das. Ja, ich kenne das. Im Batteriebereich relativ viel Auflagen, welche Batterie darf irgendwie mit aufs Gewässer, aber so ganz detailliert kann ich es jetzt auch nicht sagen. Da muss ich mich mal kurz rein. Es gibt eine DIN dafür, wo alles drin steht, welches Heizgerät, welcher Tank, welche Zulassung muss der Tank haben, welche Zulassung muss das Heizgerät haben, etc. Das ist da alles ganz detailliert beschrieben. Willkommen in Deutschland. Heizung oder ist das dann Ladung und damit wieder was anderes? Oder? Das ist eine gute Frage. Müsste ich mal reingucken. Ich betreue Marine, daher. Also ich betreue den Bereich Marine auch und habe da sehr viel mit großen Yachtausbauern und Yachtherstellern auch zu tun. Und da ist das halt ein großes Thema. Zulassung, gerade Zulassung der Heizung etc. Auch Kraftstoff, nicht kraftstoffmäßig, kraftstoffschlauchmäßig muss man da auf ein paar Sachen achten. Abgastechnisch muss man da auf ein paar Sachen achten, wenn man die Sachen im Boot verbaut. Aber das ist halt das Problem, das ist halt ein Zubehörteil, was man einfach irgendwo hinstellen kann. Okay. Nächste Frage kommt von Markus. Wie verhalten sich die Heizungen, wenn Additive im Diesel sind? Gibt es da Probleme? Ich würde es gerne noch ergänzen. Wie empfindlich sind die Heizungen? Wir hatten da schon öfters, also eigentlich meine Erfahrung ist die, sie funktioniert in der Westsahara, wo du relativ schlechten Diesel kriegst, aber du hast in der Regel nach einem längeren Aufenthalt dort, wenn wir das 2-3 Monate da unten rumkurven, kannst du davon ausgehen, dass du innerhalb des nächsten Vierteljahres, wenn du heimkommst, den Brenner tauschen musst. Vielleicht, dass man da nochmal auch zum Thema Brenner freibrennen und so vielleicht da auch noch ein bisschen was dazu sagt. Also erstmal das Thema mit den Additiven. Kommt darauf an, welche Additive da jetzt verwendet werden, aber grundsätzlich kenne ich nicht, kenne ich keine Probleme, sagen wir so. Ich meine, jetzt bei uns Thema HVO haben wir sehr viele Kundenanfragen gehabt. Die aktuellen Geräte sind alle freigeprüft und freigegeben für HVO. Aber Additive, die Frage kenne ich immer wieder, ist vielleicht eher ein Problem, nicht vom Additiv als solches, aber von der Dosierung, dass also der Benutzer die Dosierung nicht einhält. Aber ich kenne jetzt aktuell keine Fälle, dass durch Nutzung von Additiv oder Additiven im Kraftstoff die Heizung nicht funktioniert oder Schaden nimmt.
Weil wenn schlechte Kraftstoffqualitäten, so wie du sagst, Uli, das ist natürlich ein anderes Thema, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es dann nach einer gewissen Laufzeit, ich sag mal, Ablagerungen geben kann. Dann spielt auch mit rein in das Thema, was wir auch schon hatten hin und wieder heute, die, ich sag mal, wie arbeitet die Heizung? Wenn sie also lange über Stunden in kleiner Leistung läuft, ist es nicht gut. Ich sage mal, wie beim Motor auch. Wenn ich nur Vollgas fahre, ist es nicht gut. Wenn der Motor nur im Standgas läuft, ist es nicht gut. Es muss von allem was dabei sein. Und so ist es mit den Heizungen auch. Dann habe ich auch eine saubere Verbrennung in der Brennkammer. Lange Zeit in kleiner Stufe ist nicht gut. Kann es Ablagerungen geben. Und dann spielt natürlich die Kraftstoffqualität da auch noch rein. Wenn die nicht gut ist, dann würde sich das noch potenzieren, dass es dann, ich sag mal, Verbrennungsprobleme gibt, Ablagerungen sich bilden in der Brennkammer, die dann, wenn die Heizung nicht mehr in hoher Leistung kommt, dann auch nicht mehr abgebrannt werden können und sich dann absetzen in der Brennkammer. Aber grundsätzlich, Additive, wenn sie richtig dosiert sind, habe ich da keine oder kenne ich da keine Probleme oder keine Störung im Heizgerät. Okay. Da gibt es noch eine Frage vom Vaetu dazu, auch an Eberspech, an dich. Gibt es bei euch eine Empfehlung für ein Intervall oder Revision Entrußung nach wie vielen Betriebsstunden? Nee, gibt es nicht, weil das ist ja im Prinzip wieder das Thema. Wenn die Heizung, ja, irgendwer hatte heute schon mal das Thema ja Dimensionierung des Heizgerätes. Ne? Ich meine, normalerweise guckt der Kunde aufs Geld und sagt natürlich, für mein Wohnmobil müssten 4 kW ausreichen, dann nimmt man noch eine 4 kW. Es gibt Kunden, die sagen, ach naja, ich nehme eine 6 kW, ich nehme eine Nummer größer und meinen es gut, weil da muss sie sich nicht so anstrengen, die Heizung, ist ja dann viel besser. Ja, aber dann läuft sie, wenn sie dann heizt, hat sie den Raum sehr schnell aufgeheizt, regelt dann schnell runter und läuft dann lange in kleiner Stufe. Und das ist dann auf Dauer, wie gesagt, nicht gut für die Verbrennung. Also von daher ist es immer gut, richtige Dimensionierung zu haben, dass die Heizung vernünftig läuft. Und dann brauche ich auch kein Freibrennen oder kein, also es gibt kein Wartungsintervall, wo ich sage, ich muss die Heizung jetzt irgendwie freibrennen oder laufen lassen. Eine richtige Dimensionierung von vornherein ist schon mal sehr gut, ist eine gute Basis, dass die Heizung dann auch vernünftig laufen muss, dass sie auch mal in einer großen Stufe läuft und dann die Brennkammer im Prinzip freigebrannt wird. Ja. Okay, gut, Dankeschön. Der Lorenz, will noch jemand was sagen dazu? Entschuldigung. Könnte noch kurz ergänzen, das ist bei uns 1:1 das Gleiche. Wir sagen den Kunden, macht die Heizung einmal im Monat an, egal ob Sommer oder Winter, damit einfach immer frischer Sprit in der Leitung ist. Weil wenn du jetzt Sommerdiesel in der Leitung hast und am Weihnachten das erste Mal deine Standheizung benutzen möchtest, dann ist die Chance halbwegs groß, dass das nur noch zähes Gel ist statt irgendwie frischer Diesel. Deswegen einmal im Monat laufen lassen. Man weiß nicht so genau, wann tankt man das eine und wann das andere. Und damit hat die Heizung langes Leben. Und wenn die, wie gesagt, lange auf kleiner Stufe lief, morgens beim Socken anziehen, 20 Minuten Vollgas, dann wird die auch uralt. Ja, also ich glaube, das ist überhaupt das Credo. So mache ich das eigentlich immer. So einmal im Monat, wenn ich jetzt, egal ob ich unterwegs bin oder nicht, einmal im Monat die Heizung jetzt nicht nur laufen lassen, sondern Full Power. Ne, dann ja, alle Fenster aufreißen, weil ich hatte ja eine 6 kW Heizung im Auto drin, bei 4,11 Meter Innenraumlänge, auch ein bisschen viel. Und deswegen lief die halt auch nur immer auf irgendwie 20-30%. Und dann einfach eine halbe Stunde mal auf Vollgas laufen lassen, damit es einfach den ganzen Kokelzeug auf dem Brenner frei brennt. Ich könnte jetzt da ein paar Bilder herzaubern von verkokelten Brennern, aber das führt jetzt, glaube ich, zu weit. Aber zu dem Thema würde ich auch empfehlen, alle mit Dieselheizungen, und das ist ja heute unser großes Thema, immer einen Brenner, einen Glühstift und einen Dichtungssatz mit dabei zu haben, weil irgendwann trifft es dich. Mich hat es bis jetzt immer nur zu Hause getroffen, das war eigentlich ganz gut, aber Heizungsausbau war halt bei meiner Heizung mit integrierten Boilern, allem drum und dran, war das schon immer ein bisschen ein Act. Also immer gleich am besten mit einer neuen Heizung auch einen Dichtungssatz und einen Brenner mitkaufen. Und da haben wir ja den Standheizungsshop, beziehungsweise eben auch für Autotherm euch, Tiger Expert, ihr habt ja auch da alle Ersatzteile. Also ich würde nie wegfahren ohne zweiten Brenner.
plus Dichtungssatz, plus Glühstift. Und das Sieb. Das Sieb? Hinter dem Glühstift? Das Diesel. Ja, ja, klar, das gehört ja zum Brenner, ne? Das Sieb, oder? Ja. Wenn du den Brenner kaufst, dann ist das dann klar. Das ist da immer dabei, ja, genau. Okay, so, jetzt haben wir da noch eine Frage. Jetzt ist sie gerade weg. Entschuldigung, Achtung. Muss das kurz ein bisschen organisieren da. Was ist jetzt? Okay. Wo war sie denn, die Frage? Entschuldigung, das ist ein bisschen tricky hier. Okay. Gut, das ist vielleicht nochmal was Allgemeines, was aber ganz der René fragt, was halt für alle gilt. Welche KW-Leistung wäre denn dann für einen Fiat Ducato L4H2 in Mitteleuropa gut dimensioniert? Ich glaube, kann man relativ kurz abkürzen, 2 KW reicht allemal, richtig? Kommt darauf an, was er vorhat, wie das Auto gedämmt ist, ob die Fahrerscheibe gedämmt wird oder das Fahrerhaus komplett offen ist. Wintercamping am Nordkap wird frisch, da braucht es einen ordentlichen Schlafsack, sonst hätte ich gesagt, muss reichen. Ja, also gut, er schreibt in Mitteleuropa, ne? Das wäre dann eher so unsere Breiten, da würde ich sagen, das müsste normal reichen, aber du hast schon recht, ne? Große Windschutzscheibe und schlecht gedämmt ist natürlich auch eine schlechte Kombination. Wintercamping, von welcher Temperatur zu welcher Temperatur will ich das aufheizen? Das spielen so viele Sachen mit rein. Ja. Okay. Dann die nächste Frage geht an. Aha, da. Sehr geehrter Herr Dolde, das ist ja mal, Leute, wir sind per Du miteinander. Ja, macht's mal locker. Sehr geehrte Referenten. Wird von Ihnen in einem Weltreisemobil eine Dieselluftheizung prinzipiell als Hauptheizung empfohlen? Vielen dient eine Gas-Wasserheizung mit Boiler, also sprich eine alte, als Hauptheizung und eine Dieselluftheizung als redundantes Heizsystem. Was sagen die Experten dazu? Das fragt der Lorenz. Also eine Gasheizung und eine Dieselheizung als Redundanz. Hm. Ja. Klar, wenn ich auf Weltreise gehen möchte, habe ich Diesel überall. Gas weiß ich nicht, wo was kriege. Dann passt der Anschluss nicht. Dann würde ich grundsätzlich immer zu einer Dieselheizung raten, wenn ich damit auf Weltreise gehe möchte. Das, genauso unsere Einschätzung, versuchen so wenig Medien wie möglich mitzunehmen, weil es das Gas sparen. Ja, und was auch immer ein Denkanstoß ist, mal 2 KW-Heizungen. Ne? Also da bringt man auch eine Sicherheit rein. Und würde ich jetzt favorisieren gegenüber jetzt irgendwie so einer Kombination Gas und Dieselheizung. Und es gibt ja da wirklich auch schöne Lösungen, entsprechend das Wasser noch warm zu bekommen. Das Brauchwasser, also von daher sollten Sie vielleicht auch mal darüber nachdenken. Kann man sich bei uns angucken. Bei uns heißt es einfach Twin Kit. Man hat eine Redundanz, man hat 4 kW, wenn man sie braucht. Man hat zweimal das gleiche System. Das heißt, man kann sich auch mit Ersatzteilen irgendwie die Hälfte sparen. Wäre das, was wir favorisieren für den Auto mit der Aufschrift, ich komme nicht mehr nach Hause für viele Jahre, wie auch immer. Deswegen zweimal Diesel, vielleicht noch in Kombination mit einer Wasserheizung, dass man irgendwie 3 Heizungen hat und dann muss gut sein. Ja, da müssen wir es auch langsam übertreiben, dann mit 3 Heizungen. Ne?
Also ich hätte jetzt aus meiner Erfahrung rausgesagt, weil ich ja da auch selbst angesprochen bin, ich würde auch erstmal die Finger von einer Gasheizung für ein Weltreisemobil weglassen. Wir hatten schon das Thema, wir hatten mal ein Problem mit unserem Gastank. Da war ein falscher Geber verbaut und deswegen hat er nur irgendwie zu 30% gefüllt und deswegen hatten wir mal ein Gasproblem. Wir kochen nur mit Gas. Ein Gasproblem in Mauretanien und dort war es unmöglich, Gas zu bekommen. Es hat dann Gott sei Dank noch gereicht, aber wir sind wirklich mit dem letzten Tropfen Gas nach Hause gekommen, nach 5 Monaten Reise. Das war die Tour, wo ihr vorhin die Bilder gesehen habt. Das andere ist natürlich, wenn jetzt jemand, deswegen kann man das nicht so pauschal sagen, wenn jetzt jemand sagt, ich koche aber mit Gas, so wie wir das machen, weil ich koche gerne mit Gas und elektrisch kochen ist ab einer bestimmten Elektrik okay, aber wenn ich die extra deswegen anschaffen muss, dann wird es halt viel, viel teurer. Dann könnte ich mir schon eine Konstellation vorstellen, wo man sagt, okay, man nimmt jetzt eine kleine Gasheizung zum Beispiel, das hatte ich mal im Kopf, wenn ich einen Gastank verbaut habe, ich habe eine kleine Gasheizung von Truma dabei, diese Vario, und habe dann ein redundantes System, das auch in großen Höhen funktioniert, weil ich hatte halt damals eine Dualtopf von Webasto verbaut, die nur bis angeblich 2300 Meter geht. Ich habe sie zwar bis auf 3000 Meter getestet, da ging sie noch, aber die Frage ist dann halt, wie lang. Na? Also wenn jetzt jemand einen großen Gastank dabei hat, weil er eh kocht, könnte er sich mit einer redundanten Gasheizung meines Erachtens da auch über die Runden retten, wenn er nicht eine Dieselheizung verbauen will, die jetzt eine große Höhe bringt. Aber wir haben ja jetzt umgerüstet gerade auf eine Dieselheizung, die bis 5500 Meter geht und damit sind wir eigentlich da aus dem Schneider. Wobei ich auch noch dazu sagen muss, das Thema ist auch noch in meinem Buch drin, wenn wir morgens aufwachen und die Karre hat 17, 18 Grad, was einfach ein bisschen zu wenig ist, damit man sich wohlfühlt, dann stelle ich halt nicht jetzt die Dieselheizung an, sondern mir so einen kleinen 20-Euro Aufsatz auf den Gasherd und macht damit, der hat ungefähr 2 kW und macht damit die Karre um diese 2, 3, 4 Grad wärmer, die ich brauche, um mich wohlzufühlen. Also dafür finde ich so einen Gasaufsatz auch als Redundanz zu einer Dieselheizung, falls die mal ausfallen sollte, hätte ich da noch was dabei. Das wäre jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie wir das machen. Gut, gehen wir weiter. Hat da noch jemand was zu ergänzen? Nö. Seid ihr noch da? Ja. Ja. Gut. Nächste Frage geht an Webasto. Der Rolf fragt, Webasto Luftheizung 2000 STC mit Thermostat Connect Kit. Die Geofencing-Funktion funktioniert nicht. Der Standort wird angezeigt, aber nicht, wenn das Fahrzeug bewegt wird. Frage Softwarefehler. Markus, was sagst du? Soll ich dich zum Moderator machen? Willst du das Ding mal zeigen? Ja, also. Du bist Moderator. So. Ja. Also wir überlegen gerade so im Hintergrund, aber eigentlich ist uns das Problem nicht bekannt. Es gibt da zwar schon einige Software-Updates, also man erkennt das immer an der Bestellnummer, an dem Index am Ende. Also da gibt es mittlerweile den Index F, glaube ich. Müsste man vielleicht noch mal per E-Mail in Kontakt treten, was er jetzt, wie alt das Gerät ist, was es für einen Index hat, und dann können wir das versuchen, nochmal nachzuvollziehen. Aber mir ist jetzt nicht bewusst, dass wir schon öfters von dem Problem gehört haben. Ja, vielleicht auch interessant, wo das Gerät verbaut ist, weil es hat eine integrierte GPS-Antenne und keine externe GPS-Antenne. Wenn es auch ungünstig im Fahrzeug Fußraum verbaut ist oder so, ist natürlich die Netzabdeckung dann auch relativ schlecht für das GPS-Signal, was er quasi eine Sichtverbindung oder so dann in den Himmel braucht, auf mindestens 3 Satelliten.
Es darf ein Kunststoff dazwischen sein. Aber wenn jetzt eine Teilwerte beabschirmt im Weg ist, wird es natürlich auch Signal beeinträchtigen. Okay, also uns gerne nochmal kontaktieren, ne? Für genauere Analyse. Ja. Rutscht ihr beiden doch mal ein bisschen zusammen, Markus und Jürgen. Jürgen? War der Name? Weil wir sehen euch immer nur so mit halb Gesicht. Jürgen, du noch ein bisschen in die Mitte, kuschelt ein bisschen mehr. Dann sehen wir euch auch ganz. Nächste Frage von Max. Moin, mal eine Frage für den Bereich Wasserheizgeräte. Das geht Richtung eigentlich alle. Lassen sich die Heizgeräte problemlos mit einer externen Umwälzpumpe von einem Fremdhersteller betreiben? Meine Erfahrung bei den Webasto-Wasserheizungen hat leider gezeigt, dass die vom Hersteller vertriebenen Pumpen, Fragezeichen, leider recht laut sind und auch von der Energieaufnahme recht dankbar sind, also brauchen viel Strom. Die von Ebersbecher genannte Leistungsaufnahme für die Pumpe liegt bei ungefähr 16 Watt. Ein Fremdprodukt Vortex nimmt dagegen nur 5 Watt. So, jetzt seid ihr dran. Ja, wichtig ist, dass es gibt immer für jedes Wasserheizgerät eine Mindestwassermenge, was mindestens durchgefördert werden muss. Das muss schon mal eingehalten werden. Wenn ich eine aktuelle Generation habe, Hydronik 3, da kann ich die Wasserpumpe quasi ausschalten, also dass gar keine Wasserpumpe mit überwacht wird vom Heizgerät her. Dann kann ich irgendeine andere Pumpe nehmen. Die muss ich aber A, dafür sorgen, dass sie gleichzeitig mit eingeschaltet wird, wenn die Heizung gestartet wird, und B, dass die Mindestwassermenge, also mindestens eingehalten, besser überschritten wird. Weil sonst habe ich natürlich den Effekt, wenn zu wenig Wasser durch die Heizung durchkommt, dann wird das Gerät zu heiß und dann wird es irgendwann abschalten mit einer Überhitzungsmeldung. Aber dass jetzt die Energieaufnahme, die Stromaufnahme von der Wasserpumpe so hoch ist, habe ich bisher noch nicht gehabt. Ich meine, wenn er jetzt da praktische Erfahrung hat, offensichtlich der Fragensteller, dann wird er da so eine Erfahrung gemacht haben. Aber das war bisher, kenne ich nicht, dass das jetzt ein Thema war, dass da die Stromaufnahme zu hoch ist, oder? Wie gesagt, aktuelle Heizung von uns, Wasserheizung Hydronik S3, kann man die Wasserpumpe, ich sag mal, rausschalten, rausprogrammieren, dass also das Steuergerät die Pumpe gar nicht erwartet und gar nicht braucht. Aber ich brauche natürlich einen Wasserkreislauf, sonst, oder einen zirkulierenden Wasserkreislauf, sonst würde die Heizung nicht funktionieren. Und das kann ich mit einer anderen Pumpe machen, ja. Nur dann eben gucken, dass die Mindestwassermenge eingehalten wird oder im idealen Fall überschritten wird. Okay. Bei uns ist es nicht möglich. Die Heizungen machen alle einen Selbsttest und schon auch bei Ebersbecher, wie Jan schon sagte, testen einmal alle elektrischen Komponenten, ob sie da sind. Und wenn dann die Wasserpumpe nicht da ist, gibt es einen Fehler und dann funktioniert die Heizung nicht. Wir können die nicht rausprogrammieren. Mhm. Okay, gut. Ulf schreibt, Land Cruiser GRJ 79 mit Festdachkabine gibt es die Webasto Airtop Evo 40 als Benzinluftheizung und gibt es auch von Autotherm Benzinluftheizungen, auch mit Höhenkit bis 5500 Meter. Da würde ich aber auch die Fraktion von Ebersbecher mit reinnehmen, weil ihr habt ja auch Benzinheizungen, ne? Wie du vorhin schön an den Kürzeln gezeigt hast. Also da mal alle drei. Fangen wir mal mit Webasto an, Markus. Webasto hat keine Heizung, die so welche Höhenmöglichkeiten bietet. Also nicht die Benzin, in Diesel gäbe es die, ne? Aber er hat wahrscheinlich der GRJ 79 ist ein Benziner und damit ist er natürlich gekniffen. Ne? Also die 2 kW Heizung mit Höhentauglichkeit bis 2200 Meter gibt es als Benzinvariante. Aber 4 kW gibt es aktuell nicht. Ich habe auch noch nichts gehört, dass da was in Vorbereitung ist. Okay. Ja, nee, bei Webasto hat er nichts im Sortiment. Wie sieht es bei den Tigers aus und bei Autotherm? Wir haben eine 4 kW Benzin-Luftstandheizung. Die hat einen Höhenkit, keine 2 kW. Und
die darf nur der zertifizierte Einbaupartner einbauen. Das heißt, wenn er sowas haben möchte, müsste sich bei einem von unseren Partnern melden. Das darf er nicht als Endkunde bekommen. Okay. Und wenn ich mich recht entsinne an deine Präsentation, gehen die Autothermes aber nur bis 3 oder 3.500 Meter, richtig? Das stimmt. Wie hast du gesagt? 4.000 irgendwas? 5. Der will ganz hoch hinaus. Eigentlich, der Sensor muss auch höher arbeiten. Wir haben das einfach noch nicht getestet. Also wird schon ziemlich schwierig, jenseits der 4.500 Meter mit dem Auto zu kommen. Da gibt es gar nicht so viele Punkte auf der Welt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ein theoretisches Problem ist. Nee. All die Planung, also du kannst in Südamerika auf irgendwie um die 5.000 Meter kommen. Und auch in Nepal, wenn du Richtung China fährst, ist der höchste Pass auch über 5.000. Also das hat schon, sag mal, bedingt Relevanz. Ne? Jetzt ist natürlich, du hältst dich dort ja nicht ewig auf und wenn dann mal die Heizung vielleicht gerade nicht so geht, also ob das jetzt so furchtbar relevant ist, weiß man nicht. Aber es ist halt schon so, dass so 4.000 Metern gerade Südamerika, Altiplano, da hält man sich halt wochenlang auf Höhen über 4.000 Meter auf. Und dann muss halt so eine Heizung so auch ein bisschen Space nach oben haben, dass die halt einfach wirklich auch funktioniert in großen Höhen. Ne? Also das war auch mir dann wichtig, weil wir wollen auch in Richtung Indien wie Nepal und je nachdem da halt auch mal höher hinaus. Ne? Und dann möchte ich halt sicher sein, dass die Heizung geht. Vor allen Dingen ist es ja dann so, wenn sie nicht geht, dann verrußt sie halt auch schnell und dann weißt du nicht, wie lange es dein Brenner noch macht. Und dann fängst du da unterwegs an, Brenner tauschen, ist natürlich auch wieder ein bisschen suboptimal. Ne? Also deswegen kann ich das schon nachvollziehen, dass man da nach der maximalen Höhe fragt. Aber da gibt es ja, glaube ich, eine Lösung von Eberspächer, richtig? Na, mit der aktuellen Generation, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, damit ich jetzt hier das auch richtig erzähle, haben wir nämlich mit der aktuellen Generation, mit der Generation 3, haben wir 2 kW Diesel und Benzin bis 4.000 Meter Höhe. Ich mach dich mal zum Moderator, dann zeig die gleich mal, wenn wir schon dabei sind. So, du hast den Mod. Ja, und halt. Ist mein Bildschirm zu sehen? Nee, irgendwie zeigt er mir hier. Ja. Mach mal noch die Präsentationsmodus, bitte. Dann wird es noch ein bisschen größer. Nee, das ist jetzt eine PDF-Datei, das ist kein... Okay, dann geht's nicht. Okay. Ist es jetzt zu sehen? Ja, ist zu sehen. Aha. Also die kleine S, das ist die 2 kW Version, Diesel und Benzin bis 4.000 und die 4er und 6er und 8er dann bis 5.500 Meter. Gut, also da kann ihm geholfen werden. Hast du gehört, Ulf? Eberspächer hat das richtige Produkt für dich. So, was haben wir als nächstes? Der Andreas fragt, Kriterien, Vor- und Nachteile von Luft- und Wasserheizungen, ist der Verbrauch gleich? Das ist eine gute Frage. Habe ich mir auch noch keine Gedanken gemacht. Also die Energiebilanz ist natürlich unterschiedlich, ne? Ganz klar, weil bei einer Luftheizung habe ich ein Gebläse, Punkt. Und bei der Wasserheizung habe ich das Verbrennungsluftgebläse, ich habe eine Wasserpumpe und ich habe dann in der Regel ja noch ein fahrzeugeigenes Gebläse. Also von der reinen Energiebilanz her ist da die Luftheizung immer von Vorteil. Deswegen sicherlich auch die Luftheizung dann im Einsatz, jetzt wenn ich jetzt an Segelboote denke zum Beispiel, da ist bei kleineren Booten dann immer die Luftheizung, ich sag mal, die erste Wahl. Und Wasser nur bei größeren Booten, wo ich mehr Batteriekapazität habe oder wo ich dann vielleicht noch einen Generator mit laufen lassen kann. Oder also das würde ich im Prinzip dazu sagen. Der Kraftstoffverbrauch nimmt sich nicht viel zwischen einer Wasser- und einer Luftheizung. Aber eben die Energiebilanz ist halt, wenn ich das rein vergleiche, ist dann die Luftheizung immer ein Vorteil gegenüber der Wasserheizung. Okay. So, da hätten wir noch eine Frage vom Gregor in Richtung Webasto an den Maikus. Meine Tochter hat den T6-Transporter mit Wärmetauscher
auch für den Fahrgastheckbereich mit Webasto-Vorheizgerät. Welche Dinge muss ich beachten, wenn ich den Vorheizer verwenden möchte? Welches Einbauset benötige ich? Ich würde sagen, das ist fast so eine E-Mail-Geschichte, oder? Markus? Ich gehe mal davon aus, es ist der Zuheizer, der original im Fahrzeug verbaut ist, gemeint. Der schaltet sich ja erstmal nur ein, rein über die Außentemperatur geregelt. Das heißt, Sinn und Zweck ist, dass das Fahrzeug sich schneller erwärmt, ne, auf Kurzstreckenfahrten schneller warm wird. Und diesen kann man dann hochrüsten, softwaremäßig hochrüsten, zum einen zur vollwertigen Standheizung. Und dann noch ein Bedienelement ergänzen und dann funktioniert das, wie gesagt, richtig als Standheizung. Aber es wird original nur das Frontgebläse, also unter dem Armaturenbrett angesteuert. So, wenn ich jetzt natürlich noch das Heckgebläse ansteuern will, gibt es keinen fertigen Aufrüstsatz, der das mit anbietet von Webasto. Aber es gibt für den versierten Autoelektriker schon eine Lösung, das zu machen. Ne? Mhm. Dann sollte man auch in dem Anzug auf die Energiebilanz achten, weil zwei Innenraumluftgebläse brauchen viel Energie. Und das Ganze mal aus der Manschattebatterie zu beziehen, ist dann schon grenzwertig, dass dann das Fahrzeug anspringt, auch anschließend noch eine halbe Stunde Heizphase. Genau, das ist dann schon wieder die nächste Herausforderung. Man müsste dann das Heckgebläse auch über die Zusatzbatterie, wenn eine vorhanden ist, betreiben. Aber das ist genau richtig. Man muss immer das Thema Batterie mit im Blick haben. Gut, okay. Da will einer, warte mal. Der Günther fragt, kann ich für die Dieselheizung die Warmluftverteilung der Gasheizung nutzen? Es läuft immer nur eine Heizung. Warum nicht, oder? Wenn die Querschnitte beachtet werden, also wenn die Heizung, die Querschnitt der Luftleitung und der Querschnitt der Ausströmöffnung am Heizgerät, wenn das übereinstimmt und wenn die Längen nicht überschritten werden, die maximal möglichen Längen, dann. Und die Winkel, ne? Da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. Da ist ja meistens so, dass jeder Heizstrang maximal 270 Grad Winkelei haben sollte, ne? Ist das bei allen gleich? Ne, haben wir nicht. Wir haben bei uns für unser Gerät ja eine Geräteleitzahl und jedes Teil aus dem Luftzubehör hat eine Teileleitzahl. Also wenn ich einen Meter Schlauch in gerade Richtung nehme oder einen Bogen dort mitmache oder einen Ausströmer habe, da haben wir halt Tabellen, wo man dann die Teileleitzahlen sich aussuchen kann. Und wenn jetzt das Heizgerät eine Geräteleitzahl von 6 hat oder von 12 hat, dann suche ich mir das Luftzubehör dazu raus und kann dann ohne dass ich einen Teil bestellt habe, kann ich quasi mal kalkulieren, wenn man so will, kann mal durchrechnen, ob mein Luftsystem passt. Und dann spiele ich natürlich mit rein. Dann mache ich 90 Grad Bogen rein. Der zählt selber mit einem entsprechenden Widerstand. Habe ich den Meterschlauch gerade, ist der Widerstand geringer. Also das hängt dann davon ab. Deswegen können wir nicht sagen, ich kann nur so viel Meter Schlauch oder so viel Bögen reinmachen. Das kommt immer auf die Situation drauf an. Und wie gesagt, dann kann ich es ausrechnen, ob mein System, was ich möchte oder was der Kunde möchte, kann ich sag mal vorab kurz mal durchrechnen, ob meine Summe der Teileleitzahlen nicht über die Geräteleitzahl kommt. Und dann weiß ich, es passt oder es passt nicht. Wenn es nicht passt, dann gibt es eine Möglichkeit, habe ich 60er Ausströmer am Luftheizgerät, dann kann ich eben eine andere Hutze draufstecken mit 75. Schon habe ich eine größere Geräteleitzahl und kann mehr an Luftzubehör anschließen. Gibt es da eine Webseite, wo man sich das angucken kann bei euch? Nee, das ist... Ja, im Katalog ist es drin. Ja. Im Katalog sind alle Teileleitzahlen von allen Ausströmern, Luftschläuchen, eigentlich von allen Geräten drin. Da stehen noch für alle Heizgeräte die jeweiligen Teileleitzahlen drin. Wobei, wenn man da nachträgliches System eingreifen will, würde ich immer eher mir mal angucken, was sind da von der Luftrohre verbaut. Also wir reden hier von Temperaturen, die wir einhalten müssten. Und ich sag mal, so ein Truma-Rohr, das macht... hält nicht so viel Hitze aus. Und wenn unsere Heizung ein bisschen am Limit läuft,
dann reden wir hier von 150 Grad Ausblastemperatur oder bis maximal 150 Grad Ausblastemperatur. Und das muss das Rohr dann abkönnen. Also im Normalfall schaffe ich 120 Grad Ausblastemperatur am Heizgerät und die Abschalttemperatur sind 150 Grad. Und das müssen die Ausströme abkönnen und das müssen die Rohre abkönnen. Ist denn eine Dieselheizung generell von der Ausströmtemperatur höher als eine Gasheizung? Kann man das pauschalisieren? Ich habe es persönlich noch nie ausprobiert. An einer D4R habe ich Ausblastemperaturen am Heizgerät von teilweise bis zu 110 Grad. Schaffe ich ohne Probleme. Ja, ich merke gerade was. 22:31 Uhr. Wir nähern uns, würde ich sagen, dem Ende. Und zwar haben wir uns dem schon lang genähert und würde sagen, wir sollten es mal gut sein lassen. Das haben wir ja auch so besprochen. Und ich gehe mal hier noch die Fragen durch. Also wir könnten uns hier, glaube ich, noch ein paar Stunden verjustieren. Es sind noch unheimlich viele Fragen da, liebe Leute. Dafür erstmal vielen, vielen Dank an alle Teilnehmer. Aber ich glaube, wir haben sehr, sehr viel behandelt, sehr, sehr viel angesprochen. Es gibt, wie gesagt, mit dem Nachfassmail die Möglichkeit, mit den drei E-Mail-Adressen mit allen Referenten noch in Kontakt zu treten, mit allen Firmen. Ihr könnt euch auch das Webinar nochmal anhören. Ich glaube, alle Fragen kann man sowieso nie beantworten. Aber es waren doch sehr viele und auch interessante Fragen dabei. Ich habe auch wieder viel gelernt und muss sagen, ihr habt euch tapfer geschlagen. Ihr seid keine Antwort schuldig geblieben. Das habe ich auch nicht anders erwartet, ist auch klar. Ne? Aber ja, wollt ihr noch ein Schlusswort? Vielleicht jede Firma ein kleines Schlusswort? Ein Schluss? Ja, vielen Dank für die Einladung, Uli. Vielen Dank an die anderen Firmen. Auf bald. Bei Fragen melden. Bei Fragen melden, genau. Das war Ebersbecher. Nee, Tiger Expert. Achso, Entschuldigung. Ich war schon wieder beim Bildschirm rumschaufeln, deswegen. Ja, danke, Lars. Danke dir auch, Juris. Dass ihr dabei wart und euch so geduldig den Fragen gestellt habt, der Leute. Aber ich glaube, ihr habt einen guten Eindruck hinterlassen, wie alle anderen auch. Ebersbecher, Jan, wollt ihr was noch? Deines Schlusswort? Ja, waren interessante Fragen dabei. Deckt sich so ein bisschen mit den Fragen, die wir an Hotline haben, beziehungsweise die ich in den Schulungen auch gestellt bekomme. Also von daher war interessant, hat Spaß gemacht. War jetzt sehr lang hinten raus, aber okay. Ja, bei mir müsst ihr immer ein bisschen, meine Webinare gehen jetzt noch mal 1,5 Stunden länger in der Regel, wenn es sein muss auch 2, aber das macht ja nichts. Das ist schon okay so. Ihr müsst ja morgen wieder ran. Ne? Wir möchten ja auch von unserer Seite danke an die Teilnehmer. Auch danke an dich, Ulrich. Also ich fand toll, die Veranstaltung war noch schöner, als ich es erwartet habe. Also würde ich sagen, von daher auf ein neues, vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Und jetzt überlegen uns auch alle, ob wir uns so ein Expeditionsmobil bauen, so wie du, Ulrich, und nicht so viel arbeiten und erfahren. Ne? Ich arbeite auch, wenn ich fahre, so gesehen. Also, ich kann es euch nur ans Herz legen. Ich kenne da einen, der hat ein Buch geschrieben, das könnt ihr mal lesen. Okay, also an euch alle herzlichen Dank für eure tollen Antworten, auch für eure Bereitschaft, hier noch ein bisschen Überstunden zu machen und auch danach später noch per E-Mail Fragen zu beantworten. Ihr sitzt natürlich auf dem Verteiler, sobald das Webinar online ist, könnt ihr es euch auch nochmal angucken oder was auch immer, auch eure Webseite stellen oder verlinken. An alle Teilnehmer hier vielen, vielen herzlichen Dank für die zahlreichen
zahlreichen Fragen, für die zahlreichen Teilnehmer. Das Thema ist meines Erachtens sehr, sehr spannend und interessant. Und es freut mich immer wieder, wenn man da den Nerv trifft. Bitte hinterlasst auch mal vielleicht dann auf dem YouTube-Kanal einen Kommentar, wenn ihr euch das nochmal anguckt, oder gebt einen Kommentar hier bei den Webinaren ab, wie es euch gefallen hat, damit wir einfach wissen, ob wir auf dem richtigen Trip sind oder irgendwas verändern sollen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen schönen Restabend und ja, dann hoffen alle auf einen baldigen Frühling, ne? Damit es wieder losgeht. Also, macht's gut. Ciao, ciao an die Teilnehmer, tschüss. An euch alle. Vielen Dank. Macht's gut. Tschüss.